بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil sind auf den Propheten Muhammad, Gottes Segen und Heil auf ihm. Nach längeren Pausen befinden wir uns wieder in einem Aqidah-Unterricht, Alhamdulillah, speziell über Tawhid. Und wir fangen ein neues Kapitel an, in dem der Autor mal wieder dem Titel eine Ayah gegeben hat. Das heißt, der Titel besteht aus einem Vers aus dem Koran. Deswegen sagt der Autor, Qawlullahi ta'ala, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Und auf Allah sollt ihr vertrauen, wenn ihr Gläubige seid. Und nun wissen wir schon, dass das Thema heute ist At-Tawakkul, und zwar das Gottvertrauen. Das Vertrauen in Allah oder das Vertrauen auf Allah. Und das ist ein sehr schönes Thema, hat direkt was zu tun mit der Tawhid und ist auch ein Teil unseres Iman. Das heißt, wer den vollständigen Iman haben möchte, dann soll er Gottvertrauen haben. Ja, was bedeutet es, Gottvertrauen zu haben? Gottvertrauen, oder ich sage ab jetzt vielleicht immer den Begriff Tawakkul, weil viele Leute kennen, Alhamdulillah, den Begriff Tawakkul und ist auch geläufig in einigen Sprachen, die nicht arabisch sind. Tawakkul bedeutet in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir uns auf ihn vollkommen vertrauen und ihm ganz alleine alles anvertrauen. In der Hinsicht, wenn wir etwas erreichen wollen oder wenn wir etwas abwehren wollen. Wenn wir irgendwas bekommen möchten oder indem wir etwas abwehren möchten, etwas Schlechtes ablehren möchten. Indem wir uns vollkommen auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Dabei sind wir überzeugt davon, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der wirklich das Gute herbeibringen kann und das Schlechte abwehren kann oder von einem fernhalten kann. Und dabei handelt man. Und zwar auf die Art und Weise, wie Allah es einem erlaubt hat zu handeln. Diese Definition ist die, inshallah, allgemeinste und richtigste Definition. Ich wiederhole noch einmal. Es bedeutet, dass man sich auf Allah subhanahu wa ta'ala stützt. Entweder um etwas Gutes zu bekommen oder etwas Schlechtes abzuwenden oder abzuwehren oder zu beseitigen, indem man auf Allah vertraut. Indem man auf Allah vertraut, also dass er derjenige ist, der wirklich auch dies tun kann. Und indem man handelt, und zwar so handelt, wie Allah es einem erlaubt hat. Das ist Tawakkul. Und die zwei wichtigsten Aspekte noch einmal ist, dass man auf Allah sich stützt und zweitens, dass man handelt. Wenn man sich mehr stützt auf die Handlungen, ja, weil wir machen, ein Gläubiger macht zwei Sachen. Erstens, er vertraut auf Allah und gleichzeitig handelt er, so wie Allah es ihm erlaubt hat. Wenn er allerdings nur handelt und wenig vertraut, dann ist sein Tawakkul unvollständig, dann ist sein Gottvertrauen unvollständig. Denn es ist so, als würde er sagen, ich brauche Gott nicht, sondern ich handle einfach. Das sagen seine Taten. Seine Taten sprechen dies aus, auch wenn er es nicht mit der Zunge sagt. Denn das darf er nicht sagen. Aber seine Taten sprechen dafür, wie man sagt. Und wer umgekehrt sagt, ich vertraue auf Allah, aber nicht handelt und nichts tut, um etwas zu erreichen oder etwas abzuwehren, der zweifelt an der Weisheit Allahs. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der diese Ursachen gesetzt hat. Er ist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass man, wenn man eine Rüstung anzieht im Krieg, deswegen geschützt wird vor Pfeilen oder vor Schwertern oder ähnliches.
Das heißt, die Person, die nicht handelt, glaubt nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Ursachen da, gesetzt hat. Ja? Und das ist ein Zweifel an der Weisheit Allahs. Das ist so ähnlich wie jemand, der sagt, ich hätte gerne ein Kind, aber er heiratet nicht. Ja? Und unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, das ist ja unser allergrößtes und bestes Vorbild, schauen wir uns an, was er gemacht hat. Und wir, keiner von uns zweifelt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam derjenige ist, der am meisten Gottvertrauen gehabt hat und dieses natürlich am besten umgesetzt hat. Daran zweifelt keiner von uns. Und trotzdem hat er, sallallahu alaihi wasallam, auch gehandelt. Das ist, wie gesagt, ein Thema, wo es tatsächlich immer zwei extreme Seiten gibt unter den Muslimen. Die einen, die nur handeln und so ungefähr die Religion in der Moschee lassen. Und die anderen, die denken, dass sie dadurch, dass sie zum Beispiel viel beten, meinetwegen irgendetwas bekommen oder abwehren können. Ja? Also, das sind zwei Extreme. Die Mitte ist, dass man beides tut. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er auf eine Reise ging, hat er sein Proviant mitgenommen. Sein Proviant ist also sein Essen, sein Trinken, was er braucht für die Reise. Und hat nicht gesagt, ich vertraue darauf, dass Gott mich, der beste Mensch, den es jemals gegeben hat und geben wird, mich schon nicht verhungern lassen wird. Könnte er sagen. Unser einer würde sagen, das hat sogar das Recht dazu, ja. Also, wenn nicht er, wer sonst? Aber er hat er nicht gemacht, ja. Weil das hat nichts mit Gottvertrauen zu tun. Sondern das hat mit Leichtsinnigkeit zu tun, wenn man in die Wüste geht und nichts mitnimmt, ja. Und auch als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Uhud gegangen ist, Uhud, da, wo diese berühmte Schlacht stattgefunden hat, hat er sogar zwei Rüstungen angezogen. Zwei Rüstungen angezogen. Und dieser Hadith ist überliefert bei Imam Ahmad in seinem Musnad und in den Sunan von Abu Dawud und Ibn Majah. Und der Hadith ist sahih. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sachen angezogen, um sich zu schützen vor den Pfeilen, vor den Schwertern, was nicht was. Und dann, was auch sehr interessant ist, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist von Mekka nach Medina, hat er jemanden beauftragt, dass er ihnen den Weg zeigt. Dass er ihnen den Weg zeigt von Mekka nach Medina, sodass sie natürlich auch möglichst nicht, ich denke, der Prophet kannte den Weg sehr wohl. Nur die Frage ist, welchen Weg gehen sie, damit die Muschrikin, sobald sie Wind davon bekommen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam rausgegangen ist aus der Stadt, dann würden sie sofort hinterhergehen, versuchen ihn zu bekommen. Ja? Und sobald sie, wie heißt es, gewusst hätten, würden sie sofort ihm hinterhergehen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Person beauftragt, dass er ihm und Abu Bakr den Weg zeigt nach Medina, den geheimen Weg sozusagen. Und diese Person, was war das für eine Person? Das war ein Muschrik. Das war kein Muslim. Ja? Und das ist ein sehr interessantes Thema, weil das hat auch was zu tun mit inwiefern darf man einem Kafir etwas anvertrauen. Ja? Und das, also diese Sache, wie gesagt, also die ist ein Beweis für viele Dinge, die wir jetzt nicht eingehen möchten, ja. Aber es ist eine sehr interessante Sache, wie dem auch sei. Es kann also sein, dass es einen Kafir gibt, dem man vertraut. Sogar in so einer gewichtigen Sache. Also man kann sich fast keine wichtigere Sache vorstellen als die. Wenn dieser Muschrik bestochen würde von jemandem von den Muschrikien, dann hätte man den Propheten auch einmal umbringen können. Ganz einfach, ja. Aber war nicht der Fall. Wie dem auch sei, natürlich kann man auch argumentieren, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam geleitet ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wie dem auch sei, das ist nicht unser Thema heute. Auf jeden Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Muschrik damit beauftragt, dass er ihnen den Weg zeigt. Und hat sich mehr oder weniger auf ihn verlassen, dass er ihnen den Weg zeigt. Ja? Und das ist eine Handlung, die nicht dem Gottvertrauen widerspricht. Dann weiterhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch etwas dafür getan, wenn es ihm heiß war, dass er sich gekühlt hat, oder wenn er es ihm kalt war, hat er eben warme Sachen angezogen. Und all dies hat nichts damit zu tun, dass man nicht auf Gott vertraut. Ja, und ebenso, liebe Geschwister, gibt es einen Vers in Surat al-Baqarah, wo es darum geht, ihr wisst ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala
den Gläubigen erlaubt hat, dass wenn sie zu Hajj gehen, dass sie Handel treiben bei der Hajj. Dass sie also dort ihr Geld verdienen. Die machen zwar Hajj, aber gleichzeitig haben sie ihre Ware dabei und können kaufen und verkaufen. Und der Offenbarungsgrund für diesen Vers, Laysa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, in Surat al-Baqarah, ist derjenige, dass einige Leute aus dem Jemen gekommen sind zur Hajj und haben gesagt, wir vertrauen auf Gott. Wir vertrauen auf Gott und wir nehmen deswegen nichts mit. Kein Essen und kein Trinken. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala, also es war natürlich falsch, weil sie nachher, als sie dann da waren, mussten sie dort anbetteln, dass sie wieder nach Hause kommen irgendwie. Ja? Auf jeden Fall, das war falsch. Und Allah hat ihnen dann erlaubt, dass sie auch Handel treiben dürfen, damit eben niemand mehr auf so eine Idee kommt. Und hier sieht man, dass man handelt und Geld verdient, widerspricht nicht unserem Glauben, dass Allah uns schon vor 50.000 Jahren, bevor alles erschaffen hat, uns festgeschrieben hat, was wer an Rizq bekommen wird. Weil in diesen Schrift steht auch drin, dass du handeln wirst. Also das vergessen die Leute. Da steht drin, dass du heute Essen kriegst, aber steht auch drin, dass du dafür was getan hast, um Essen zu bekommen. Ja? Also wie gesagt, diese eine Sache darf man nicht von der anderen Sache trennen. Liebe Geschwister, das Vertrauen auf Allah, kann man quasi sagen, ist die Hälfte der Religion. Denn wir sagen doch im Gebet, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Wenn jemand Allah um Hilfe bittet, warum bittet er ihm um Hilfe? Weil er davon überzeugt ist, dass Allah ihm helfen kann. Das ist das Gottvertrauen. Das ist das Gottvertrauen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls in Surat Hud im 133. Vers: Fa'budhu wa tawakkal alayh. So bete ihn an, Allah, und vertraue ihm. Und Allah sagte ebenfalls in Hud, bringt er uns bei, was wir zu sagen haben: Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Also auf Allah vertraue ich. Auf Allah vertraue ich. Und übrigens ist auch interessant die Satzstellung. Ja? Also, wenn ich übersetze im Deutschen und sage, auf Allah sollt ihr vertrauen oder auf ihn vertraue ich, dann ist auch genauso der Satz im Arabischen. Ja, man könnte auch, normalerweise sagt man es umgekehrt, man sagt, ich vertraue auf ihn. Aber wenn man betonen will, sagt man, auf ihn vertraue ich. Und so ist das im Koran an mehr als einer Stelle, unter anderem dieser Vers. Man kann auch in Wirklichkeit nur ein richtiger Diener Allahs sein, wenn man sich auf Allah vertraut. Wenn man sich vertraut auf sich selbst, wenn man sich auf sich selbst verlässt, sozusagen, dann verlässt man sich auf jemanden, der schwach ist und nicht mächtig ist. Ja? Und man ist dann sozusagen wirklich verlassen, wie man im Deutschen sagt. Wer sich auf einen Menschen verlässt, der ist dann verlassen, wenn er gar nicht dazu imstande ist. Ja? Wenn man Allah subhanahu wa ta'ala richtig anbetet, dann betet man ihn an und liest die Fatiha oder macht sein Salah, während man davon überzeugt ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der einem durch dieses Gebet wirklich helfen kann. Und dann bekommt man auch nicht nur die Belohnung dafür, dass man ein Salah verrichtet hat, sondern dann wird man auch von Allah belohnt dafür, dass man auf Allah vertraut hat. Nur leider ist es meistens bei den Leuten so, dass sie diesen zweiten Teil vergessen und dass das Gebet eben nichts anderes geworden ist als eine Gewohnheit und man macht sich nicht mehr bewusst, dass es ein Gottesdienst ist und dass man eigentlich betet, weil man Allah in jeder Hinsicht braucht und sich nicht auf sich selbst verlassen kann. Liebe Geschwister, den Tawakkul, das Gottvertrauen, kann man in verschiedene Teile, in verschiedene Kategorien einteilen. Die erste Kategorie ist diejenige, die gefährlichste oder wichtigste, ist, dass man auf Gott vertraut, in dem Sinne, dass es ein Gottesdienst ist. Du vertraust auf Allah, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran dir gesagt hat, dass du auf ihn vertrauen sollst. Und du vertraust auf Allah, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies dir vorgemacht hat. Dass diese Art von Vertrauen
dass man Allah subhanahu wa ta'ala vertraut in Form eines Gottesdienstes, indem man glaubt, dass Allah derjenige ist, der in dessen Hand das Gute und das Schlechte ist, dass er machen kann, was er will, kann dir das Gute geben oder das Schlechte geben, dass man Gott vollkommen in dieser Hinsicht vertraut, das ist ein Gottesdienst, den man nur für Allah subhanahu wa ta'ala machen darf. Und wer ihn eben macht für jemand anderes aus Allah, das ist derjenige, den man als Mushrik bezeichnet. Und das ist auch dann die große Form von Ash-Shirk, Ash-Shirk al-Akbar. Wie diejenigen Menschen, die sich verlassen auf andere außer Allah. Wie zum Beispiel leider das Vertrauen auf Menschen, die schon gestorben sind. Ja? Und das ist eine Sache, die befindet sich ja sowohl im Christentum als auch in anderen Religionen wieder und vor allem auch leider unter einigen Muslimen. Dass sie sich vertrauen, dass sie sich verlassen auf bestimmte Menschen, die schon gestorben sind. Weil sie angeblich rechtschaffene Menschen sind. Und dann sagen sie, die werden schon für uns Schafa'a machen. Manche glauben, dass ihre Scheichs, ja, oder ihre Führer schon Fürsprache einlegen werden bei Allah, Schafa'a machen werden bei Allah. Oder dass ihre Scheichs sogar die Seelen in Empfang nehmen, ja, mit dem Engel des Todes oder statt des Engels des Todes oder entscheiden, wer wohin kommt und ähnliches. All dies natürlich sind Formen von Ashirk, liebe Geschwister. Und jemand, der zu den Gräbern von toten Menschen geht, um von ihnen etwas zu verlangen, das ist natürlich ein Beweis dafür, dass er eben glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dazu nicht imstande ist. Oder dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass man sich nicht zu sehr auf Allah verlassen sollte. Denn wenn jemand sich bewusst macht und wenn jemand die Namen Allahs kennt und die Eigenschaften Allahs kennt und sein Tawhid kennt und weiß, dass nur Allah dazu imstande ist, dann wird er sich eben, auf Deutsch sagt man, einen Dreck rumscheren, so etwas zu verlangen von einem toten Menschen. Ja? Aber das Problem ist, dass die Leute eben Allah nicht kennen und deswegen sie glauben, die Toten zu kennen, aber kennen sie auch nicht und dann haben sie natürlich ein Problem. Zweitens, dass man auf eine Person vertraut. Eine zweite Art von Vertrauen ist, dass man auf eine Person vertraut in Bezug auf seine Versorgung oder ähnliches. Das ist eine kleine Form von Ash-Shirk. Wenn man also, manche sagen, das ist Ash-Shirk al-Khafi, das heißt der verborgene Schirk, von dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gewarnt hat. Ja? Wie viele Menschen darauf vertrauen, dass dadurch, dass sie diesen Beruf haben, bekommen sie den Rizq. Und wenn sie diesen Beruf nicht hätten, dann bekommen sie ihn nicht. Und das zeigt sich wann wieder? Das zeigt sich am meisten wieder, wenn man etwas tut, was haram ist. Und wir haben doch am Anfang die Definition gesagt. Was bedeutet Tawakkul? Und da haben wir gesagt, Tawakkul bedeutet ja auf der einen Seite, dass man überzeugt ist, dass Allah derjenige ist, der Nutzen bringen kann und Schaden abwehren kann. Und dann haben wir gesagt, und zweitens bedeutet es, dass man handelt und nicht irgendwie, sondern so, wie Allah es einem erlaubt hat. Das heißt, wenn jemand so handelt, wie Allah es einem nicht erlaubt hat, das ist ein Beweis dafür, dass sein Tawakkul nicht vollkommen ist. Und natürlich, weil wir uns hier in Deutschland befinden, macht es sehr viel Sinn, über Beispiele zu sprechen, die besonders hier vorkommen. Und das eine der bekanntesten Beispiele ist wirklich das Beispiel des Geldverdienens. Und dass man einfach glaubt, besonders diejenigen Menschen natürlich, die schon in ihrer Arbeit drin sind, und diese Arbeit beinhaltet Halal und Haram. Natürlich, Alhamdulillah, ist meistens so, dass der überwiegende Teil Halal ist. Aber wenn dann ein bisschen Haram dabei ist, dann vertraut man Allah nicht mehr in dieser Hinsicht. Und man sagt, ich muss diese Arbeit weitermachen, weil wenn ich diese Arbeit verlasse, dann habe ich nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken. Und das ist genau ein Widerspruch zu der Definition von Tawakkul, über die wir uns vorher geeinigt haben, über die niemand gesagt hat, nein, das kann gar nicht stimmen. Ja, also das war, weil wir waren uns einig, ja, weil man darf nur das machen, was Allah ihm erlaubt hat, das ist ja klar. Und man vergisst, sich zu verlassen auf die Ayat im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Und wer Allah vertraut, so ist Allah seine Genüge. Ja? Über diese Eier werden wir gleich noch sprechen, aber auch über eine andere Eier kann man sich lange unterhalten. Und Allah sagte, wer Allah
fürchtet, wer Allah fürchtet, dem macht er einen Ausweg. Das heißt, wenn du ein Problem hast, egal welches, und in dieser Hinsicht fürchtest du Allah und machst nichts, was er nicht mag, Allah wird dir einen Ausweg schaffen. Das hat Allah im Koran gesagt, uneingeschränkt. Uneingeschränkt. Glauben wir daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala dass dieser Vers wahr ist oder nicht? Ja? Und wir glauben daran, dass dieser Vers wahr ist. Jetzt müssen wir nur noch das in unsere Taten umsetzen. Weiterhin, liebe Geschwister, eine dritte Form von Tawakkul ist, dass man zum Beispiel jemand anderes beauftragt, etwas zu tun. Du beauftragst, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er beauftragt einen Menschen, dass er ihnen den Weg zeigt. Diese Sache ist absolut unproblematisch. Und du bist ja auch quasi so, als wärst du auf dem höheren Rang, denn du hast jemand anderes beauftragt, dass er dir etwas Bestimmtes zeigen soll. Und auf solche Sachen ist man angewiesen und solche Sachen widersprechen überhaupt nicht At-Tawakkul. Denn es ist klar, dass Allah manchen Leuten mehr Wissen gegeben hat als anderen. Diese Person kannte sich eben viel besser aus, den Weg nach Medina zu finden, sodass niemand wie heißt es, trifft von den Muschrikin, als eben der Prophet Sassam und Abu Bakr, beides zusammen. Und beides waren Qurayshiten, die ihre meiste Zeit ihres Lebens wohl dort in der Gegend verbracht haben. Ja? Und trotzdem war das eben so der Fall. Ebenso, liebe Geschwister, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat er Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu angeordnet, dass er oder von ihm verlangt, dass er die übrig gebliebenen Schafe für ihn schlachten soll. Ja, bei Hadith bei Muslim beim Hajj hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam also einige Tiere selbst geschlachtet und die restlichen durfte Ali ibn Abi Talib machen und hat sich darauf verlassen, dass er es macht für ihn. Ja, also dieses Verlassen, dieses Vertrauen, das hat nichts, das ist kein Widerspruch zu dem der Vertrauen Allahs gegenüber. Und ebenso hat Allah subhanahu wa ta'ala Abu Huraira radiallahu anhu anvertraut, die Sadaqa einzusammeln und auch andere Sahaba. Und ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Urwa ibn al-Ja'd anvertraut, dass er ihm Opfertiere kaufen sollte. Wie gesagt, also das ist etwas, was nicht widerspricht, weil bei diesem Thema ist auf einem höheren Rang als die andere Person. Man hat nicht das Gefühl, dass man die andere Person braucht, sondern man beauftragt ihn. Wenn nicht ihn, dann beauftragt man jemand anderes. Das ist aber kein Problem. Wie dem auch sei, aus dem, was wir vorher jetzt besprochen haben, zeigt sich, dass wenn man wirklich Gott vertraut, dann gehört man zu den rechtschaffenen Menschen. Weil man automatisch keine verbotenen Dinge tut. Und das eine hängt mit dem anderen zusammen. Ob du sagst, jemand ist salih, rechtschaffen, oder jemand ist eben jemand, der wirklich Gott vertraut, ja, das eine hängt mit dem anderen, ist so miteinander verankert, dass es nicht voneinander zu trennen ist. Diesbezüglich sagte Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dass bestimmte Sekten im Islam oder Sekten, die halt dem Islam zugeschrieben werden, nicht wirklich auf Gott vertrauen können. Und zwar sagt er, وَلَا يَكُونُ لِلْمُعَطِّلَ أَن يَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ وَلَا لِلْمُعْتَزِلَ الْقَدَرِيَّ. Er erwähnt zwei Sekten, und zwar Al-Mu'attila und Al-Mu'tazila Al-Qadariyya. Diese zwei Sekten, sagt er, vertrauen Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Warum? Da müssen wir einfach kurz nur wissen, was diese Sekten an was diese Sekten glauben. Erst einmal Al-Mu'attila. Al-Mu'attila ist eine Sekte, die jetzt nicht irgendwie was ein eingetragener Verein ist und einen Sitz hat und bestimmte Moscheen denen angehört, sondern Al-Ta'til ist eine Art Glaube, der sich in den Herzen von manchen Muslimen leider befindet. Ja? Und zwar Ta'til bedeutet, dass man Allah subhanahu wa ta'ala seine Eigenschaften abschreibt, ihn nicht zuschreibt. Dass man sagt, obwohl Allah sagt im Koran, Allah ist über alle Dinge mächtig, sagt man, nein, ist er nicht. Oder Allah ist der Allerbarmherzige, der Barmherzige, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sagt man, nein, 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 Allah ist nicht barmherzig. Ja? Das bedeutet At-Ta'til. Und auch wenn es sich so brutal anhört, dass die dem Koran direkt widersprechen, es ist auch so, aber es gibt es leider. Und die Asha'ira, Al-Ash'ariyya oder Al-Maturidiyya sind ja nichts anderes als eine mehr oder weniger gemäßigte Form von diesem Ta'til. Ja? Al-Mu'attila, die sind die, die alles sozusagen
jetzt abweisen würden. Allgemein nennt man alle diese abweisen an Mu'attila, und ein Teil davon sind die Asha'ira und die Maturidiyya, ja, und auch andere Sekten, also auch die Shia und viele andere, also nicht nur die, ja. Und wenn jemand natürlich Allahs Eigenschaften nicht anerkennt, wie kann er sich auf ihn vertrauen? Das geht ja gar nicht. Ja? Wenn du nicht anerkennst, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der das Gute herbeibringt und das Schlechte abwehrt, dann kannst du nicht auf Gott vertrauen. Das geht gar nicht. Das eine widerspricht dem anderen. Dann Al-Mu'tazila Al-Qadariyya ebenso. Al-Mu'tazila ist eine Sekte, und jetzt Al-Qadariyya ist eine nähere Beschreibung zu dieser Sekte. Und zwar, ein Teil dieser Leute anscheinend, das sind die offensichtliche Bedeutung von Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, Al-Qadariyya bezeichnet diejenigen Muslime, das ist wieder das Gleiche, die haben nicht irgendwo einen Wohnsitz und ein Büro und nennen sich Qadariyya, sondern es gibt Muslime, die glauben, dass ihre Taten unabhängig sind von Allahs Willen. Ja? Und dass Allah subhanahu wa ta'ala keinen Einfluss hat auf die Taten des Menschen, sondern dass der Mensch absolut frei ist. Absolut frei ist. Es gibt keine Vorherbestimmung. Es steht nirgends in einem Buch drin, der Mensch wird, dieser Mensch und so wird an diesem Tag beten, diesen Tag, also dieser Qada und Qadar. Die glauben, sowas gibt es nicht. Ja? Der Mensch ist frei, und keine deiner Taten, sagen sie, hat Allah schon bestimmt vorher, sondern das machst du selbst, diese Taten. Ja? Diese Art von Glauben, den gibt es auch unter den Muslimen, leider, und das nennt man Al-Qadariyya. Das Gegenteil davon ist, die Leute, die sagen, alles, was wir tun, ist erzwungen. Wir haben keine freie Entscheidung. Wir haben keine freie Meinung, das gibt es nicht. Sondern alles tun wir, weil Allah schon bestimmt hat, dass wir es tun. Und deswegen, wenn man natürlich in Extreme geht, dann sagt man, deswegen kann es keinen Tag der Auferstehung geben, deswegen kann es keine Hölle geben, deswegen kann es keinen Gender geben. Ja? Also das sind die zwei Gegensätze in diesem Glauben. Ja, wenn jemand natürlich glaubt, dass er mit Gott nichts zu tun hat, mal sehr salopp ausgedrückt, und dass Allah subhanahu wa ta'ala keinen Einfluss hat auf das, was der Mensch tut, dann vertraut man auch Gott nicht mehr. Ja? Wenn man nicht glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem hilft, dadurch, dass man betet, ja, dann hat man kein Gottvertrauen. Dann vertraut man Gott nicht mehr in dieser Hinsicht. Weil Gott hat uns sinngemäß mitgeteilt, dass er mit uns sein wird und uns helfen wird, unterstützen wird, wenn wir seine Religion unterstützen und Allah subhanahu wa ta'ala zum Sieg verhelfen auf dieser Erde. Ja? Dann wird uns Allah unterstützen. Wenn man aber glaubt, dass es einem anderen nichts zusammenhängt, dann natürlich hat man keinen Tawakkul. Dann wird man Gott niemals vertrauen können. Und deswegen sehen wir, liebe Geschwister, dass der Glaube an Allahs Namen und Eigenschaften, der Weg der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen als Salaf, ist der richtigste und beste Weg, um Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Und auch der einzig Richtige, nicht, dass man jetzt falsch versteht, der einzig Richtige, um Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Der Autor, möge Allah ihm sich seiner erbarmen, hat, liebe Geschwister, einige Verse erwähnt, und zwar vier Stück. Und die möchten wir uns jetzt anschauen, und dann einen Hadith, und dann ist das Thema auch schon vorbei. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ Mu'minin. So, das ist die Überschrift dieses Kapitels. Und auf Allah sollt ihr euch vertrauen, und auf Allah sollt ihr vertrauen, wenn ihr Gläubige seid. Wenn ihr Gläubige seid, Mu'minun oder Mu'minin. Dadurch, liebe Geschwister, lernen wir, dass das Vertrauen auf Allah ist Teil des Iman, ist Teil des Glaubens. Denn Allah sagte, und vertraut auf Allah, wenn ihr gläubig seid. Also wenn ihr wirklich gläubig seid, das verstehen wir darunter, dann würdet ihr auf Allah vertrauen. Und wenn jemand nicht auf Allah vertraut, dann ist er kein vollkommener gläubiger Mensch. Wenn er nie auf Allah vertraut, dann hat er wohl überhaupt keinen Anteil an Tawakkul. Ja? Und wenn er ein bisschen an Gott vertraut, dann hat er eben ein bisschen Tawakkul. Und so weiter und so fort, das sind natürlich Stufen. Aber wenn er sich vollkommen auf jemand anderes verlässt außer Allah, ja, ein Beispiel dafür, jemand, der sagt, Gott gibt es gar nicht, der vertraut überhaupt nicht Allah, das ist natürlich die große Form von Schirk oder die große Form von Kufr, nenn es wie du möchtest. Die zweite Ayah, die der Autor, möge Allah sich seiner erbarmen, erwähnt hat, ist, Allah sagte, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا
وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Die Gläubigen oder die wahren Gläubigen sind nur diejenigen, die, wenn Allah erwähnt wird, dann regen sich ihre Herzen vor Ehrfurcht. Dann regen sich ihre Herzen vor Ehrfurcht. Und wenn die Verse Allahs ihnen vorgetragen werden, dann gewinnen sie an Glauben. Dann wird ihr Glaube mehr. Und sie vertrauen Allah immer. Und sie vertrauen Allah immer. In dieser Ayah, liebe Geschwister, lernen wir auch wieder einige Dinge. Und zwar, dass wenn jemand wirklich Allah subhanahu wa ta'ala vertraut, oder dass wenn jemand ein wirklicher gläubiger Mensch ist und vollkommen Iman haben möchte, hundertprozentigen Iman, dann muss er auf Gott vertrauen. Und dann sehen wir wieder in diesem Vers einen Maßstab. Wir sehen wieder in diesem Vers einen Maßstab. Du kannst durch diese Eier erkennen, wo du bist. Du kannst in dieser Eier erkennen, wie nahe du zu Allah bist. Oder umgekehrt, wie weit du von Allah entfernt bist. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sein Name erwähnt wird, wie zum Beispiel, wenn jemand eine Sünde begehen möchte, dann sagt man zu ihm, fürchte Allah und tu es nicht. Wenn in diesem Moment sein Herz sich erschüttert und wenn in diesem Moment er davor zurückschreckt, diese Sünde zu begehen, und wenn er in diesem Moment sich entscheidet, diese Sünde nicht zu begehen, dann weist es darauf hin, dass er eben Iman hat. Und es weist darauf hin, dass sein Herz lebendig ist. Das ist also ein Anzeichen des Iman. Und wenn nicht, dann ist es eben ein Anzeichen, dass der Iman nicht vorhanden ist. Wie gesagt, das ist ein Maßstab, diese Verse. Wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt uns viele Verse im Koran, das haben wir schon öfter gesagt, viele Verse Allah erwähnt er im Koran, durch die wir uns messen können, die wir unseren Iman erkennen können. Zweite Eigenschaft. Erste war, wenn Allah erwähnt wird, dann regen sich ihre Herzen in Ehrfurcht. Das heißt, fürchten sich ihre Herzen. Die zweite Eigenschaft ist, wenn die Verse Allahs ihnen vorgetragen werden, dann wird ihr Iman mehr. Logischerweise, liebe Geschwister, ein einfaches Beispiel, wie der Iman mehr wird. Angenommen, jemand weiß vom Koran eigentlich nichts. Und jedes Mal, ja, wenn er nichts weiß vom Koran, dann glaubt er allgemein an den Koran. Das ist schön. Aber wenn er jetzt eine Ayah hört, was Allah sagt, in Vers irgendwas sagt, und dann glaubt er daran, dann ist sein Iman mehr als vorher. Denn die Sache hat er vorher nicht gewusst. Und Allah hat ihm mitgeteilt, zum Beispiel irgendeine Geschichte über das Volk von Ad, dann glaubt er daran, dann ist sein Iman mehr. Logischerweise, weil er glaubt daran. An vorher hat er nicht daran glauben können, weil er es nicht gewusst hat. Ja. Zweitens, liebe Geschwister, was bedeutet es, dass, wenn sie Allahs Ayat hören, wird ihr Iman mehr? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie danach handeln. Sie hören die Verse Allahs, sie hören irgendeine Regelung, die Allah im Koran erwähnt hat, und dann glauben sie daran erstens und zweitens handeln sie danach. Dadurch wird ihr Iman mehr. Denn wir wissen ja, durch das Handeln wird der Iman mehr. Ebenso, liebe Geschwister, ist dieser Vers ein schöner Beweis, wofür, dass der Mensch manchmal mehr profitiert davon, dass ein anderer den Koran ihm vorliest, als wenn er den Koran selbst liest. Und dass man diesmal machen sollte und das andere auch manchmal machen sollte. Deswegen ist es gut, dass man zu Hause selbst Koran liest, und deswegen ist es sehr gut, dass man in der Moschee betet und dem Koran zuhört. Und wir alle kennen also den berühmten Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abdullah ibn Mas'ud gesagt hat, dass er eben ihm den Koran vorlesen soll. Und hat zu ihm gesagt, ich möchte den Koran mal von jemand anderes außer mir hören. Ja? Und dann hat eben der Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu hat ihm dann den Koran vorgelesen, und zwar aus Surat An-Nisa, bis er zu dem Vers kam, wie wird es wohl an einem Tag sein, sinngemäß der Vers, wie wird es wohl an einem Tag sein, wenn wir
aus jeder Gemeinschaft, jeder Gruppe, ihr wisst, jeder Prophet hat seine Gemeinschaft. Aus jeder Gemeinschaft kommt wir mit einem Zeugen hervor, der bezeugt, dass er die Botschaft überbracht hat. Nuh kommt und bezeugt, dass er die Botschaft überbracht hat zu seinem Volk. Ja? وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Und dann bist du, O Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wirst dann Zeuge sein gegenüber allen anderen. Ihr wisst, dass auch dazu ein authentischer Hadith überliefert worden ist. Und zwar wird etwas Unglaubliches passieren, Yawm al-Qiyamah. Und zwar Nuh alaihi salam wird von Allah eben gefragt werden, ob er die Botschaft überbracht hat. Und dann wird er sagen, selbstverständlich habe ich die Botschaft überbracht. Klammer auf, er war ja immerhin 950 Jahre unter ihnen, Klammer zu. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala, weil er der vollkommen Gerechte ist und Allah wird niemanden bestrafen, einfach zu Unrecht, dann fragt er eben das Volk von Nuh, hat er euch wirklich die Botschaft überbracht? Stimmt das, was er sagt? Und dann sagen sie, nee, hat er nicht. Ja? Und dann leugnen sie das. Und das ist ein großes Problem. Und dann fragt Allah subhanahu wa ta'ala den Nuh alayhi salam, wer bezeugt für dich jetzt, dass du die Botschaft überbracht hast? Und dann wird er eben sagen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Umma. Und dann wird Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen, seine Umma, und bezeugen, dass Nuh die Botschaft überbracht hat. Und wie bezeugen wir das? Alhamdulillah, wir haben den Koran. Und im Koran hat Allah subhanahu wa ta'ala die Geschichte von Nuh mehr als einmal erzählt. Und dass er, es gibt sogar eine ganze Surah, der heißt Surah Nuh, in dem er wirklich seinem Volk La ilaha illallah beigebracht hat. Und das werden wir also hundertprozentig bezeugen können, zweifellos. Ja? Und das beste Zeugnis ist was? Der Koran natürlich. Ja? Drittens, liebe Geschwister, hat Allah diese vollkommenen Gläubigen bezeichnet als وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Und man achtet darauf eine kleine Feinheit in dem Vers. Und zwar sagte Allah am Anfang des Verses, diejenigen vollkommenen Gläubigen sind nur diejenigen, die, wenn Allah bei ihnen erwähnt wird, dann regen sich ihre Herzen vor Ehrfurcht, bewegen sich ihre Herzen, werden erschüttert vor Angst vor Allah. Und dann sagt er, und wenn ihnen die Ayat aus dem Koran vorgelesen werden, dann wird ihr Iman mehr. Und dann sagt er, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, und sie vertrauen immer Allah. Und dieses Wort immer ergibt sich aus dem Präsens, der hier erwähnt wird. Der Präsens, die Gegenwartform von Vertrauen, Tawakkala. Und hier heißt es Yatawakkalun, das heißt, sie vertrauen Allah immer, regelmäßig, in jeder Angelegenheit. Jetzt kommt's aber. Wo bleibt jetzt die Handlung? Jetzt könnte man sagen, erstens einmal, die Handlung haben wir gesagt. Und zwar, wenn ihnen die Verse Allahs vorgelesen werden, dann wird ihr Iman mehr. Warum? Ja, weil erstens, weil sie glauben daran, und zweitens, weil wenn man an die Verse glaubt, dann handelt man. Okay, aber es gibt auch einen deutlicheren Beweis, und zwar genau die Eier danach. Allah hat die Gläubigen weiter beschrieben. Und zwar, und diejenigen, die Allah vertrauen oder die ihrem Herrn vertrauen, und dann sagt er, das sind diejenigen, die das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, spenden. Das ist ein sehr, sehr schöner Vers, liebe Geschwister, und ein sehr, sehr schöner Beweis, dass jemand, der sein Gebet verrichtet und die Zakat entrichtet, der vertraut Allah. Wir sagen jetzt nicht, dass er vollkommen Allah vertraut, weil sonst werden wir auf der Stufe von den besten Menschen. Aber wenn jemand seine 5 Gebete verrichtet, dann hat er auf jeden Fall Tawakkul. Automatisch. Denn warum verrichtet er sie? Weil er möchte. Er vertraut darauf, dass Allah ihm dafür belohnt wird. Und er vertraut darauf, dass das ihm im Jenseits helfen wird. Und das Spenden. Wer seine Zakat hergibt, das Gebet verrichtet und die Zakat zahlt und spendet allgemein, das ist ein Beweis dafür, dass er Tawakkul hat, Gottvertrauen hat. Und diese Ayah ist ein wunderschöner Beweis wofür, dass diejenigen, die Allah wirklich vertrauen, das sind diejenigen, die beten und Zakat geben. Ja? Und liebe Geschwister, hier sehen wir auch wieder, dass das Handeln ein absolutes Muss ist und es wieder nicht zu trennen ist. Wenn wir sagen, jemand betet und verrichtet seine Gebete richtig, das bedeutet automatisch, er vertraut Allah. Und das bedeutet automatisch, ein rechtschaffener Mensch. Und es bedeutet automatisch, dass er Iman hat. Und es bedeutet automatisch, dass er auch spendet. Ja? All dies ist eines vom anderen absolut nicht zu trennen.
Kleine Feinheit, Allah sagte, und diejenigen, die von dem, was wir ihnen gegeben haben, ausgeben. Ja? Manche Gelehrte sagen, gemeint ist, dass sie eben nicht alles unbedingt ausgeben, sondern nur einen Teil. Und wenn es auf einen Teil zutrifft, dann trifft es auch auf die Leute zu, die alles gespendet haben, wie Abu Bakr zum Beispiel. Und andere sagen, nein, es geht nur um die Sache selbst. Das heißt, sie spenden von dem, was wir ihnen versorgt haben. Allah betont, dass, wie heißt es, der Mensch, alles, was er hat, ist ein Teil von dem, was Allah ihnen gegeben hat. Und dieses spenden sie vor Allah. Und also nicht unbedingt alles, aber ein Teil davon. Ja? Einmal geht es darum, dass man nur einen Teil von dem spendet, was man selbst hat. Und einmal geht es darum, dass man überhaupt spendet von dem, was Allah einem gegeben hat. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Und man kann es so oder so verstehen, die Ayah. Und Allah weiß am besten Bescheid. Die nächste Ayah, die dritte Ayah, die vorletzte Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Ja, ayyuhan Nabi, o du Prophet, hasbukallah. Die Frage ist jetzt, wie soll ich diese Eier übersetzen? Diese Eier kann man auf zwei Arten übersetzen. Und ich sage jetzt die Übersetzung, die der Gelehrte Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala bevorzugt hat und gesagt hat und hat dafür fünf Beweise aufgeführt, warum das die richtigere Übersetzung ist oder das richtige Verständnis ist. Weil im Arabischen ist es zweideutig. Und zwar die richtigere Übersetzung ist, dass man sagt, O du Prophet, Allah ist sowohl deine Genüge als auch die Genüge derjenigen, die mit dir sind, Angläubige. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala genügt, ist vollkommen ausreichend für wen? Für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam und für die Sahaba zusammen. Und natürlich alle Gläubigen. Die zweite Art, wie man diese Ayah verstehen kann, dass Allah sagte, O du Prophet, Allah ist deine Genüge und auch die gläubigen Menschen, die mit dir zusammen sind, sind deine Genüge. Das heißt, du kannst dich verlassen auf die einen, auf Allah und vertrauen und verlassen auch auf die Gläubigen. Aber aus bestimmten Gründen, auf die wir nicht näher eingehen möchten, ist die erste Übersetzung die richtigere, inshallah. Und zwar, dass man sagt, O du Prophet, Allah ist sowohl deine Genüge als auch die Genüge für diejenigen, die dir an gläubigen Menschen folgen. Und das ist auch dem Ikhlas näher, das ist einer der Begründungen, dem Ikhlas näher ist, dass man eben sich vollkommen auf Allah verlässt. Das heißt, was heißt Genüge? Das heißt, Allah ist genug für dich. Wenn Allah mit dir ist, brauchst du niemand anderes. Das will Allah seinen Propheten sagen. Sei mit Allah, tu das, was Allah von dir verlangt, dann ist Allah mit dir und du brauchst niemand anderes mehr. Aus diesem Vers verstehen wir, dass wenn man sich auf jemand anderes außer Allah verlässt, dann ist da eben einem keine Genüge. Wenn du auf Allah dich verlässt, so reicht Allah für dich vollkommen aus. Was bedeutet das? Es bedeutet, wenn du dich auf jemand anderes verlassen würdest außer Allah, dann wird dir nicht ausreichen. Das wäre dann nichts Besonderes, dass man sich auf Allah verlässt, logischerweise. Ja? Weiterhin sagte der Autor den letzten und vierten Vers: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Auch die gleiche Bedeutung oder ähnliche Bedeutung wie die Verse vorher. Und wer auf Allah sich verlässt, dem ist er seine Genüge. Diese Ayah ist wie, darin befindet sich eine Bedingung. Eine Bedingung. Die Bedingung ist was? Dass man sich verlässt auf Allah. Und dann, was bekommt man dafür? Dann wird Allah mit einem zusammen sein. Ja? Zu guter Letzt erwähnt der Autor, möge Allah sich seiner erbarmen, ein Hadith in Bezug auf das Gottvertrauen. Und zwar sagte Abdullah ibn Abbas, wa an ibn Abbas, radiallahu anhuma, qal, hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahimu alayhi salam, hina ulqiya finnar, wa qalaha Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, hina qalu lahu,
Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Nasa'i. Und zwar sagte Abdullah ibn Abbas, den Ausdruck, den folgenden Ausdruck, Allah ist unsere Genüge, und welch volltrefflicher Sachverwalter Allah doch ist. Diesen Satz hat Ibrahim a.s. gesagt, als man ihn ins Feuer geworfen hat. Und diesen Satz hat auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, als man zu ihm sagte, die Leute haben sich schon gegen euch versammelt, so fürchtet sie. Daraufhin hat ihr Iman sich gestärkt und sie haben gesagt, Allah ist unsere Genüge und welch volltrefflicher Sachverwalter Allah doch ist. Die erste Geschichte, liebe Geschwister, kennen wir alle, dass Ibrahim a.s. in seiner Da'wa, seinem eigenen Volk gegenüber, leider auf ein bisschen, Krieg gestoßen ist, ja. Und die Leute wollten nicht seinen Glauben annehmen, sondern sie haben was anderes gemacht. Sie haben ein riesiges Feuer gemacht und sie wollten Ibrahim da hineinwerfen. Und sie haben ihn auch tatsächlich in dieses Feuer geworfen. Aber Ibrahim, bevor er ins Feuer geworfen wurde, sagte er, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Das heißt, Allah ist meine Genüge oder Allah ist unsere Genüge. Er braucht sich niemand anderes zuwenden. Er braucht nicht sagen, Jibril, wo bist du, hilf mir. Und braucht auch nicht jemand anderes bitten, der schon gestorben ist. Einer der besten Menschen, die schon gestorben ist zu seiner Zeit, war wohl Nuh oder Adam. Möge Allah mit ihnen allen auch zufrieden sein. Aber hat er nicht gemacht. Und hat sich Allah zugewendet. Und sagte, welch vortrefflicher Sachverwalter ist Allah doch ist. Ich meine, wenn Allah deine Angelegenheiten bewältigt, oder ich meine nicht bewältigt, sondern verwaltet. Wenn Allah deine Angelegenheiten verwaltet, dann brauchst du dir keine Sorgen machen mehr. Und das hat er gemacht. Und das Ergebnis war, dass Jibril zu ihm kam und sagte zu ihm, Ibrahim, brauchst du irgendetwas? Als man ihn ins Feuer werfen wollte. Und dann sagte er, Ibrahim, ich brauche von dir gar nichts. Oder er sagte, was dich angeht, so brauche ich von dir nichts. Aber was von Allah angeht, sehr wohl, ich brauche ihn sehr dringend. Ja? Das war, und das auch, wie gesagt, liebe Geschwister, der vollkommene Tauhid. Der vollkommene Tauhid von Ibrahim a.s. Denn man mache sich einfach bewusst, wie in so einer Situation, wo man ins Feuer geworfen wird, um zu brennen, ja, und dann kommt der Engel und spricht mit einem und sagt, möchtest du irgendwas haben? Und da sagt er zu ihm, von dir brauche ich nichts, nur von Allah. Das ist, liebe Geschwister, das vollkommene Gottvertrauen. Deswegen kam auch Jibril zu ihm, ja, und nicht zu jemand anderes. Das ist das eine. Und Ibn Abbas sagte, radiallahu anhu, diesen Satz hat auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, als Folgendes passiert ist. Und zwar, Abu Sufyan, damals, liebe Geschwister, war ja noch kein Muslim. Als Abu Sufyan nach der Schlacht von Uhud war es doch folgendermaßen. Nach der Schlacht von Uhud, diese erste Schlacht hatten ja die Muslime leider verloren. Und Abu Sufyan und seine Gemeinschaft mit Khalid ibn Walid damals auch, ja, die waren dann die Sieger an diesem Tag. Und dann sind sie, nachdem die Muslime sich zurückgezogen hatten, weggegangen wieder in Richtung Medina. Denn Uhud liegt ein bisschen außerhalb. Und dann haben sie sich untereinander besprochen, hat Abu Sufyan gesagt, was soll das Ganze? Warum sind wir überhaupt jetzt zurückgekehrt nach Medina? Das bringt doch gar nichts. Lass uns doch jetzt nochmal zurückgehen. Und der Prophet war übrigens verletzt. Ob sie das wussten, Allahu a'lam. Auf jeden Fall, der Prophet war verletzt. Warum gehen wir nicht nochmal zurück nach Uhud? Bringen sie jetzt einfach alle um, Sache ist erledigt. Naja, auf jeden Fall, als er zurückkehren wollte zum Propheten und seine Leute, traf er auf ein paar Reiter. Und er sagte zu ihnen, wo geht ihr denn hin? Oder wohin des Weges? Wo geht ihr hin? Dann sagten sie, wir gehen nach Medina. Dann sagte er zu ihnen, teilt Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Freunden mit, sagt ihnen, dass wir jetzt zurückkehren werden
um sie ein für alle Mal zu erledigen. Dann kamen diese Reiter nach Medina und gingen zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagten ihnen: Passt auf, Abu Sufyan will jetzt zurückkehren und möchte euch umbringen, damit ihr für ein für alle Mal erledigt seid. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und auch die Leute, die mit ihm waren, diesen berühmten Satz: Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah ist unsere Genüge und wie volltrefflich dieser Sachverwalter doch ist. Und dann sind sie etwa zu 70 Leuten hinausgeritten und als sie zu Hamra al-Assad kamen, das ist eine Ortschaft auf dem Weg dorthin, antrafen, das ist also in der Nähe von dieser, wo die Schlacht von Uhud stattgefunden hat, als sie dort ankamen, hat dann Abu Sufyan seine Meinung geändert und ist nach Mekka zurückgekehrt. Und warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat in ihre Herzen Angst gesetzt und hat Allah, dadurch hat Allah subhanahu wa ta'ala eben diese Kuffar von ihnen abgewendet oder abgewandt. Das ist, was geschehen ist. Dann, liebe Geschwister, ich denke, dass jetzt fassen wir nur drei Punkte zusammen, dann sind wir fertig. Punkt Nummer eins, ein paar Dinge, die wir gelernt haben. Wir haben gelernt, dass Tawakkul, dieses Gottvertrauen, dass man das tut, was Allah von einem verlangt und nichts Verbotenes tut, und dass man sich auf Allah stützt, das ist eine Pflicht. Das ist keine freiwillige Sache. Weil Allah sagte, und auf Allah sollt ihr euch vertrauen, wenn ihr gläubig seid. Zweitens haben wir gelernt, dass der Tawakkul ist eine Voraussetzung dafür, dass dein Iman vollkommen ist. Denn Allah sagte, wenn ihr Gläubige seid. Und gemeint ist, wenn ihr vollkommen Gläubige seid. Und, liebe Geschwister, wir haben auch gelernt, dass die erste Ayah, die wir gelesen haben, die ich automatisch euch direkt so übersetzt habe, dass man sie nicht falsch versteht, aber eigentlich heißt die Ayah so: Die gläubigen Menschen sind nur diejenigen, die, wenn Allah erwähnt wird, ihre Herzen erschüttert werden. Und wenn seine Verse vorgelesen werden, dann gewinnen sie an Iman oder wird ihr Iman mehr. Und sie vertrauen auf Allah und sie verrichten ihr Gebet und sie trichten die Zakat. Aber diese Eigenschaften, wenn man sie nicht alle hat, vollkommen, trotzdem kann man noch ein gläubiger Mensch sein, aber eben nicht vollkommen. Und deswegen ist diese in der Ayah gemeint: Die wirklich vollkommenen gläubigen Menschen sind nur diejenigen, die Bedingungen erfüllen. Ja? Das haben wir gelernt aus diesen Ayat und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa baraka an Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.